Ja, liebe Wummersfreunde, hier sind wir wieder. Und ein paar Tage vor Weihnachten, jetzt im Jahr 2020, sind wir dann zum Spazierengehen mal nach Fürstenberg gefahren und anschließend auch noch nach Schloss Hamborn. Und ich zeige euch hier mal ein paar Aufnahmen, wie es mir da so ergangen ist. Ja, liebe Wummersfreunde, das ist der letzte Beitrag. Irgendwie hat man mich erwischt hier in Wünneberg am Schloss. Und zwar in Fürstenberg, bei Wünneberg, genau. Jetzt hänge ich hier am Pranger. Und jeder darf seine Torten auf mich schmeißen. Dann war das mal gut, ne? Tschüss. Ja, hier in Fürstenberg steht das schöne Schloss Fürstenberg. Und das ist leider nicht zu besichtigen, dieses Schloss, weil es noch heute Sitz der Familie der Grafen von Westfalen ist. Und die Familie wohnt auch noch in dem Schloss. Man kann das also leider nicht so besichtigen und wir sind dann einfach mal ein bisschen drumherum spaziert. Also ist auch ganz interessant, wenn man einfach mal drumherum läuft und gibt es da was interessante Häuser, die da gebaut worden sind. Und zum Spazierengehen ist es ein schönes Ziel. Ja, im Jahre 1727 vernichtete ein Großbrand den ganzen Ort. Es war so alles abgebrannt und danach wurde dann dieses Schloss neu errichtet und auch Gutshöfe und Häuser um das Schloss herum, also repräsentative Gebäude, die also heute hier teilweise noch stehen und die kann man sich dann hier bei dem Spaziergang schön mal ansehen. Ja, das Schloss wurde also im Jahre 1776 erbaut und steht auf dem Gelände der ehemaligen Burg, die da stand, die aus dem 15. Jahrhundert stammt. Und 1776 wurde dann diese Burganlage abgerissen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da noch wirklich von über war. Also man hat sie dann auf jeden Fall abgerissen und an der Stelle dieser Burganlage dann dieses heutige Schloss errichtet, dass man sich heute hier noch ansehen kann. Also man konnte natürlich nur ein bisschen drumherum laufen, weil in das Schloss kommt man ja nicht einfach so rein. Also das Schloss wurde in nur 6 Jahren gebaut, also die gesamte Schlossanlage hat man nur 6 Jahre für gebraucht. Also wenn man sich vorstellt, heute würde so ein Schloss gebaut, dann würde wahrscheinlich die Planung erstmal 10, 15 Jahre verschlingen, dann die Ausschreibung nochmal 5 Jahre, dann würde es da irgendwelche Schummeleien bei der Ausschreibung geben und das würde das Ganze nochmal wieder 5 Jahre verzögern. Und in der Bauphase würde man dann wahrscheinlich so viele Mängel feststellen, dass dann die Bauphase sich auch auf 20 Jahre zieht, sodass dann das Schloss so von Planung bis Fertigstellung 50 Jahre mindestens dauern würde. So, jetzt sind wir im Schloss Hamborn. Das ist also in der Nähe von Fürstenberg, nicht so weit entfernt. Also auf dem Rückweg von da nach Paderborn kommt man am Schloss Hamborn vorbei. Und es ist auch ein nettes Ziel, um da mal ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, bei dem Schloss Hamborn handelt es sich eher um eine kleine Siedlung. Und diese kleine Siedlung, die geht auf einen Gutshof zurück, der hier im 19. Jahrhundert stand. Ja, heute ist Schloss Hamborn im Besitz des gemeinnützigen Vereins Schloss Hamborn, Rudolf Steiner Werkgemeinschaft. Und auf dem Gelände werden also nach den Grundsätzen der steinischen Lehre hier eine Schule betrieben, ein Internat, ein Kindergarten, ein Sanatorium und ein Altenheim. Im Hofgut gibt es eine eigene kleine Käserei und Bäckerei, eine Fleischerei und eine Gärtnerei, sowie Werkstätten und ein Naturkostgeschäft. Und in dem Naturkostgeschäft haben wir ein schönes Brot gekauft, was uns auch wirklich sehr lecker geschmeckt hat. Ja, das war's schon fast wieder hier für heute von unserem kleinen Spaziergang in Fürstenberg und im Schloss Hamborn.
Ja, wir hoffen wie immer, dass euch dieses kleine Filmchen gefallen hat und euch inspiriert, vielleicht diese Ziele auch mal anzufahren mit eurem Wohnmobil und da einen kleinen Spaziergang zu machen. Ja, wenn das denn so ist, dann abonniert doch bitte unseren Kanal und aktiviert auch das Glöckchen. Und ich würde sagen, dann wartet mal gut und bis zum nächsten Mal und tschüss.